was bisher geschah. Das Bad, verdammt, Will! Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Und so geht es jetzt weiter bei Let's Play Resident Evil 7. Alles nur Halluzination. Nichts davon ist auch nur immer im geringsten wahr. Ach, ich muss wohl dahin. Was ist, wenn wir hier die Treppe hochgehen? Aber da hinten hat sie auch auf uns gewartet, deshalb gucke ich mir das da hinten auf jeden Fall nochmal an. Wir sind infiziert. Und so war es mir auch. Du wirst einer von uns werden. Und dann spielst du vielleicht mit uns. Ich spiele nicht. Nein! Schaff das weg von mir! Oh nein, das ist nicht echt! Dein Mitleid nicht! Das ist nicht echt! Das ist alles nicht echt! Das ist alles nicht echt. Alles nur Halluzination. Du kannst uns nichts anhaben. Alter Finder. Das spielt sich alles nur in unserem Kopf ab. Nichts davon ist echt. Versuchst du uns Angst zu machen, Evelyn? Versuchst du das? Nicht mit mir. Nicht mit uns. Dein letztes Stündchen hat geschlagen. Oh nein! Du Miststück! Okay, wir sind am Sterben. Okay. Wir kommen so nicht an sie ran. Ach, das ist zu toll. Ah, verdammt! Oh, das wäre jetzt echt doof, wenn ich jetzt hier sterbe. Ich komme nicht... Ich komme nicht an sie ran. Okay, komm schon. Oh doch, wir kommen zu dir. Ivy. Oh doch. Oh nein. Jetzt bist du dran. Viel Spaß, Süße. Schluck deine eigene Medizin. Du. Warum machst du mich alle? Leb wohl, Evelyn. Leb wohl. Aber ich glaube, das war's noch nicht. Oh, shit! Oh, fuck! Ist Evelyn jetzt das ganze Haus? Oh, Gott. Oh, fuck!
Nimm das! Ja! Oh, Scheiße! Ja! Oh nein, sie kommt mächtig nah! Oh. Verdammt! Oh, shit. Was? Vor Evelyn können sie nicht fliehen. Greifen sie wiederholt an, versuchen sie ihn aus dem Weg zu gehen. Ah, wir können uns jetzt nochmal vor dem... Ah! Okay, ich sortiere ein bisschen um. Ich sortiere nochmal ein bisschen um und werde tatsächlich... das noch mitnehmen. Okay, los geht's. Du. Können wir das überspringen? Oh, was mich alle. Wir haben quasi die ganze Zeit die alte Oma vor uns gesehen, weil wir nicht infiziert waren. Und man ist auch nur infiziert, wenn man quasi es nicht schafft, sie in unserem Infiziertheitsstadium zu besiegen. Also wir sind jetzt quasi raus. Wir sind wieder in der echten Welt. Das heißt, wir sind nicht mehr infiziert. Und müssen jetzt quasi gegen sie kämpfen. Ich gehe ganz nach hinten. Nachladen. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Komm schon. Weiter drauf, weiter drauf. Weiter drauf, komm schon. Komm schon. Oh, fuck. Das wird eng. Das wird wieder so eng. Komm schon. Ich höre mit nichts auf. Oh, shit. Geschafft? Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Oh, fuck. Du bist Miststück. Na. 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 Oh, shit. Komm schon, komm schon. Ich kann mich nicht wehren. Sie hat uns. Ist das das Ende? Oh, shit. Oh, fuck. Die kriegst du aber nicht. Na, komm jetzt. Oh, oh. Oh, komm schon. Die Waffe! Die Waffe, komm schon. Hey. Die Waffe kommt mir bekannt vor. Schluss mit den Spielchen. Schluss damit. Komm jetzt. Evie Kleines. Bringen wir es zu Ende. Auf der Waffe steht Stars. Das kann doch nur Chris gewesen sein. Mach's gut, Evelyn. Und so zerbröckelt sie. Viele Errungenschaften.
Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Ich hab's gewusst. Warum hat das so lange gedauert? Oh, ist das geil! Oh. Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Resident Evil 7 Biohazard. Ah, das sind jetzt quasi die Credits, oder? Art Director Tomonori Takagi. Art Director Hiroyuki G. Das sind quasi die Credits. Auf eine richtig coole Art und Weise gemacht. Alter, Leute, das war Resident Evil 7. Wir haben es geschafft. Das Spiel ist vorbei. Es ist over. Und Leute, das Ende. Also, erstmal ganz kurz. Chris Redfield, wie geil ist das denn? Ich meine, die Entwickler, Capcom hat ganz klar gesagt, es ist so, dass die Charaktere, die wir bisher aus dem Resident Evil-Universum kannten, irgendwo da draußen sind. Resident Evil 7 spielt ganz klar zeitlich nach Resident Evil 6. Das heißt, die Charaktere sind alle am Leben. Die Charaktere um Jill Valentine, Claire Redfield, Chris Redfield, Leon, Sheva und wie sie nicht alle heißen, Ada, die sind alle da. Und Chris, also erstmal das Design von Chris, das neue, finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir viel, viel besser als dieses monströse Muskelman-Gehabe, wie es im 5. und im 6. beispielsweise der Fall war. Das sieht jetzt viel menschlicher aus, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich gut da. Chapeau an Capcom. Wirklich geil. Aber jetzt mal auf das Ende zu sprechen kommen. Warum fliegen wir mit einem Umbrella-Hubschrauber davon? Und warum steigt Chris Redfield, wenn es wirklich Chris Redfield war, er sagt nur, er ist Redfield. Aber ein anderer Redfield kann es ja nicht sein. Ich meine, wir wissen nicht, ob Chris noch einen Bruder hat. Es wäre ziemlich dumm, wenn sie sagen würden, das ist jetzt irgendwie der Bruder von Chris Redfield und der arbeitet für Umbrella. Ich finde es halt so krass, dass wir in einem Umbrella-Hubschrauber jetzt weggeflogen sind. Weil ich der Meinung war, Umbrella ist für das Ganze hier verantwortlich gewesen. Jetzt sind natürlich mehrere Theorien, können jetzt aufgedeckt sein. Alter, die Musik ist so geil. Boah, das ist schon richtig geil. Boah. So gut. So gut. Ja, Leute, und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, arbeitet Chris Redfield für Umbrella? Wenn ja, warum? Denn im 6. Teil arbeitet er ja für die BSAA und wollte ja eigentlich sogar aufhören, wollte ja zurücktreten und das Ganze
wurde ja das ganze Pierce, damalig im sechsten Teil, wurde ja das ja übertragen. Pierce ist gestorben und er hat seine Sache weitergemacht. Er hat weiter für die BSAA gearbeitet und jetzt steigt er aus einem Umbrella Corporation Helikopter. Falls es der, also das wäre jetzt die erste Theorie, dass er wirklich für Umbrella jetzt arbeitet und quasi dafür sorgt, dass diese Biowaffen nicht außer Kontrolle geraten. Widerspricht aber meiner Meinung nach völlig Chris Redfield seine Sache, der ja immer drauf und dran war, Umbrella zur Strecke zu bringen. Selbst im sechsten Teil ja, als er von Neo Umbrella gehört hat. Deshalb, das finde ich jetzt, das ist eine Theorie, dass er jetzt quasi für Umbrella arbeitet. Die zweite Theorie ist, dass der Helikopter, den wir gerade gesehen haben, gar nicht der Helikopter ist, mit dem wir quasi weggeflogen sind. Sondern, dass das der Helikopter war, dass man quasi wie so eine Rückblende gesehen hat und dass der Helikopter war, der quasi die Leute dort beobachtet hat, weil ja diese Forschungsstation in diesem Bergwerk war und das Bergwerk war ja nicht weit von dem Baker-Anwesen entfernt. Dass wir jetzt quasi eine Rückblende gesehen haben und so quasi den Helikopter von Umbrella, weil es gab ja mehrere Briefe, wo drin stand, der Helikopter beobachten die uns und auch in der Demo-Version hat man ja dieses Bild von dem Helikopter mit dem Umbrella-Zeichen darauf gesehen und da meinte ja auf dem Hintergrund des Bildes zu stehen, beobachten die uns etwa. Das könnte natürlich die zweite Theorie sein, dass natürlich das gar nicht der Helikopter war, mit dem wir jetzt weggeflogen sind. Das sind die zwei Theorien. Ansonsten zum Spiel die Story wunderbar. Also, Leute, das Spiel an sich war einfach, also für mich, Weltklasse. Für mich war es wirklich Weltklasse und ich, alle die sagen, das hier ist kein Resident Evil mehr und die Ego-Perspektive passt gar nicht und warum man sich bei so einem Spiel erschreckt und das ist ja alles pixelig und die Grafik ist scheiße und bla bla bla, Leute, ganz ehrlich, die Leute haben für mich keine Ahnung, nicht ansatzweise. Also so krass kann ich es natürlich jetzt auch nicht sagen. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr ganz das, weil Resident Evil aus dem Third Person kommt. Aber alle Leute haben sich aufgeregt, dass Capcom nichts Neues mehr macht. Immer wieder dieses Action-Geballere, dieses typische einfach nur Hau drauf und bla und blub. Und mit Resident Evil 7 sind sie jetzt in eine ganz andere Richtung gefahren. Wir hatten hier Mischungen aus Filmen wie Saw, wie Texas Chainsaw Massacre, fast schon ein bisschen Wrong Turn. Wir hatten sogar, Saw habe ich schon gesagt, ja, wir hatten Saw, ja, das Spiel, lass uns ein Spiel spielen, Let's Play, mit Lucas da die Stelle. Und ich finde Capcom, er hat mit dieser Entscheidung, Ego-Perspektive zu machen, einfach auch sich an was Neues, also nicht wirklich neu, aber sich für Resident Evil Wege mal auf einen anderen Pfad zu begeben und trotzdem die alten Sachen, die immer schon gut waren, die Rätseleien, die knappe Munition, die Monster an der richtigen Stelle gesetzt, also die Gegner, das waren ja Sachen, die Resident Evil immer stark gemacht haben, zu einer Reihe, wo man wirklich, die einfach legendär ist und das legendäre Horror-Genre mitgeprägt haben. Das war ja Resident Evil immer. Und alle, die sagen, das hier hat nicht gepasst mit Resident Evil 7, bin ich der Meinung, dass das nicht stimmt. Denn es wurde sich ja immer was Neues gewünscht. Und hier wurde was Neues gemacht. Klar, wir haben nicht das, die haben nicht das Rad neu erfunden, ist ja ganz klar. Die haben aus Spielen sich natürlich abgeguckt, wie PT, die Silent Hills Demo, die damals erschienen ist. Oder Outlast, was man natürlich auch sehr gespürt hat, gerade wenn man von Jake Baker davongelaufen ist. Oder Margaret Baker oder so. Man hat Teile genutzt aus anderen Spielen, die wirklich gut funktioniert haben und hat aber noch eigenes hinzugefügt, wie die Schattenrätsel, wie die neuen Monster, wie, die neue Geschichte und es, ich finde es einfach großartig. Ich finde es wirklich großartig und für mich ist das hier absolut Resident Evil. Es waren wirklich Stellen drin, wo ich einfach nur Todesangst hatte. Wo ich mich so erschrocken habe. Also, wer sagt, das war nicht Horror genug, der, also wirklich, dann weiß ich nicht, was ihr gespielt habt. Denn ich habe mich sowas von erschrocken. Ich hatte sowas von die Hosen voll.
Und ehrlich gesagt, gerade am Anfang des Spiels, wo wir in das Haus gekommen sind, Munitionsknappheit fand ich sowas von krass. Weil ich nie wusste, wann kann ich jetzt mal schießen, wann bekomme ich wieder Munition, wie gleicht sich das aus. Und ihr merkt, gerade jetzt zum Ende, wir haben auf Normal gespielt, gegen Evelyn. Wir haben komplett unsere Magnum-Munition draufgeballert, wir haben komplett unseren Granatwerfer draufgeballert, wir haben komplett die Waffe von Chris Redfield fast draufgehauen, wir haben sogar noch mit unserer Maschinenpistole draufgeballert, für die wir am Ende, okay, sehr, sehr viel Munition hatten, wo wir uns, glaubt, die Pistole und alles hätten sparen können, aber wie gesagt, ich bin auch kein Vollprofi und ich habe das Spiel das erste Mal gespielt, deshalb kann ich natürlich auch nicht vorhersehen, was jetzt kommt und was nicht. Ich habe mich ziemlich früh schon ausgerüstet als für einen Bossfight quasi zum Ende hin, obwohl wir dazwischen noch zweimal das die Möglichkeit hatten, das zu tun. Konnte ich aber nicht wissen. Deshalb, also an dieser Stelle, Capcom, ich muss da wirklich mal applaudieren für, weil das Spiel ist großartig. Ey, ich glaube, das kommt nichts mehr ran dieses Jahr an das Spiel. Ich hatte lange nicht mehr so eine Lust, mich vor meinen PC zu setzen und zu zocken, wie bei Resident Evil 7, und das muss schon was heißen. Also wirklich Resident Evil 7, ich freue mich auf alles, was kommt. Ich freue mich wirklich auf Nachfolger, unbedingt, bitte. Die Kritiken und die Verkaufszahlen sehen ja im Moment sehr, sehr gut aus, was Resident Evil 7 angeht. Und also mit Resident Evil 7 hat Capcom was wirklich Großes wieder geschaffen. Wirklich richtig gut. Auch so dieser Twist, dass wir am Ende uns nur noch entscheiden könnten zwischen Zoe und Mia. Das fand ich auch krass, dass sie sogar eine Entscheidungsfreiheit mit reingepackt haben, die wahrscheinlich auch das ein anderes Ende oder so herbeiführt. Übrigens, da werde ich es auch so machen, dass ich euch das andere Ende noch zeigen werde. Ich werde mich also quasi einen Speicherstand zurückladen und werde mit Zoe das Ganze auch spielen und euch dann das andere Ende mit reinpacken. Und eventuell, habe ich ja schon gesagt, so ein paar Resident Evil 7 Guides werde ich vielleicht auch noch machen, aber das muss ich sehen, wie ich die Zeit habe dazu. Und ansonsten kann man sagen, Resident Evil 7, großartiges Spiel. Ich feier's. Ich feier's mega und ich find's schade, dass es jetzt schon vorbei ist, obwohl wir ja fast oder mehr als 11 Stunden sogar mittlerweile gespielt haben, wenn nicht sogar mehr als 12 Stunden. Also, großartig. Am 20. Februar kommt das DLC raus. Da werdet ihr diese Folge ja wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, aber die DLCs werde ich mir auch gönnen. Also da werde ich auf jeden Fall auch reinschauen und die euch auch zeigen. Da bin ich natürlich auch sehr, sehr gehypt und gespannt drauf. Und ja, ansonsten habe ich, glaube ich, echt alles gesagt. Also ich kann es wirklich nur sagen, ich schwärme von diesem Spiel. Ich finde es wunderbar. Vielen, vielen Dank, Capcom, dass ihr dieses geile Spiel rausgehauen habt. Für mich jetzt schon das beste Spiel 2017. Das werde ich jetzt sagen und das werde ich auch noch Dezember 2017 sagen. Das war für mich oder ist für mich, boah, ich glaube, das ist für mich, wenn nicht sogar das beste Spiel der letzten fünf Jahre. Ich hatte lange nicht mehr so einen Spaß an einem PC- oder Computerspiel. Also wirklich unglaublich. Und ich kann das wirklich nur in hohem Maße lobigen, was Capcom gemacht hat. Und hier nochmal die Baker-Familie. Jake, Lucas, Zoe und Margaret Baker. Oh, da kommt noch was. Wir haben noch einen Handy. Wir haben ein Handy vibrieren hören. Okay, Schwierigkeitsgrad normal. Hier sehen wir... Alter, wir sind 24 Mal gestorben. Mr. Everywhere ist zerstört. 5 Stück haben wir verpasst. Antike Münzen haben wir auch 6... Nee, 5 Stück. Akten gelesen... Wir haben nicht alle Akten gelesen? Was? Waffe. Albert 01R. Obiges wurde der Inventarbox im Hauptspiel hinzugefügt. Jetzt haben wir die Waffe bekommen, mit der wir am Ende Evelyn getötet haben. Die uns Chris runtergeworfen hat. Die Stars-Waffe. Objekt, die Geheimnisse der Verteidigung. Obiges wurde der Inventarbox im Hauptspiel hinzugefügt. Okay. Zusätzlicher kostenloser Inhalt. Not a Hero. Frühling 2017.
Oh, geil! Ich glaube, dass der... Not a Hero. Das ist ein zusätzlich kostenloser Inhalt. Da freue ich mich mega drauf. Und das war Resident Evil 7, Leute. Krass, das war es jetzt endgültig. Aber am Ende hat es doch noch das Telefon vibriert. Ich dachte, da kommt noch irgendwie was. Hm, schade. Ich dachte, vielleicht sieht man noch was. Na gut, Leute. Also, ich würde sagen, mehr gibt's von mir aus nicht zu sagen. Ich habe Capcom und Resident Evil 7 schon in höchsten Tönen gelobt. Das kann ich einfach immer nur wieder sagen. Es war ein grandioses Spiel. Und, ja, mehr gibt's von meiner Seite aus nicht zu sagen. Die Story haben wir reflektieren lassen. Das Ende haben wir reflektieren lassen. Story war großartig, Ende war großartig. Ich bin auch gespannt auf das Ende mit Zoe. Und, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in einem neuen Projekt wieder oder in Resident Evil 7 in den DLCs. Wir werden sehen, wir können gespannt sein. Ich bin sehr gehypt drauf und freue mich natürlich auch darauf, was Capcom mit Resident Evil 2, dem Remake, macht und vielleicht sogar einem Resident Evil 8. Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gehypt und ich freue mich auf alles, was kommt. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr so lange zugesehen habt, dass ihr jetzt immer noch dran seid und dass ihr dieses Projekt wirklich richtig, richtig geil mit Feedback beworfen habt, kann ich schon sagen. Dafür vielen, vielen Dank. Ich bin raus, wünsche euch noch einen wundervollen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr das Video seht. Und ja, auf ein neues, bis bald und macht's gut, haut rein. Ich bin euer Hyrus. Und jetzt ist die Luzi aus. Macht's gut, Leute. Ciao.